Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar FX Flat MetaTrader 4 Einführung. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass ja so viele Teilnehmer heute anwesend sind. Und wie der Name des Webinars schon sagt, geht es heute um den MetaTrader 4. Und wir hatten schon ein paar Videos oder beziehungsweise Webinare zum MetaTrader, ganz besonders zur Einführung, Einstellung und so weiter. Das können Sie sich natürlich alles bei uns auf der Webseite angucken. Deswegen werden wir das heute ein bisschen anders machen. Und zwar, ich habe den MetaTrader frisch installiert und wir werden zusammen den MetaTrader so einstellen, dass wir dann am Ende des Webinars natürlich auch einen Trade aufsetzen können und das alles so eingestellt haben, wie wir das dann auch für die Zukunft haben möchten. Sie haben natürlich jederzeit die Gelegenheit, mir Fragen zu stellen. Es ist natürlich immer einfacher, direkt zu dem Thema erstmal die Frage zu stellen, aber wenn es trotzdem nicht gerade zum Thema passt, stellen Sie Ihre Frage in den Chat und je nachdem antworte ich natürlich sofort oder gegebenenfalls etwas später. Ja? Gut, dann obligatorisch dann einmal Risikohinweis. Bitte einmal kurz durchlesen. Auch für die Aufzeichnung später, falls Sie sich jetzt das Video die Aufzeichnung angucken. Und dann können wir auch direkt weitermachen. Okay. So. Da sehen Sie schon den MetaTrader, aber ich wollte noch einmal ganz kurz auf die Webseite und möchte noch mal an die Bonusaktion erinnern, die wir zurzeit haben. Für alle Teilnehmer, die noch ein Demokonto bei uns haben und an dem Live-Konto interessiert sind, sie haben die Möglichkeit, bei einer Neueröffnung ein Education-Paket zu erhalten, plus zusätzlich noch die Gelegenheit, an dem Webinar von Mario Lüdemann bzw. Webinarreihe teilzunehmen. Ich werde diese Seite, bzw. den Link in den Chat kopieren. Können Sie sich dann, falls Sie das noch nicht gesehen haben, in Ruhe angucken. Da stehen auch alle Bedingungen drin. Und falls Sie Fragen haben, steht der Service natürlich für Sie zur Verfügung. Ja? Okay. Für alle, die ganz neu sind, Sie finden einmal unter Handelsplattformen den MetaTrader, auch den Download-Link, falls Sie das noch nicht installiert haben. Zusätzlich unser MT4 Plus Paket finden Sie auch hier. Sie können auch direkt unter Downloads alle Download-Links finden und entsprechend herunterladen. Und ansonsten unter Training Videos finden Sie die aufgezeichneten Webinare unter der Rubrik MetaTrader. Da werden Sie auch unter anderem auch die Einführungsvideos sehen und die MT4 Helpdesk Webinare, ja? Das können Sie sich dann in Ruhe nach dem heutigen Webinar angucken und natürlich auch alle anderen Webinare zu Strategien und andere Themen. Gut, dann springen wir einmal zum MetaTrader. Das ist das Bild, was Sie sehen, wenn Sie gerade frisch installiert haben. Hier schon mal ein kurzer Tipp bzw. auch ein Hinweis. Sollten Sie hier unter Unternehmen nicht Wertpapierhandelsbank GmbH finden, dann sollten Sie nochmal die Server suchen bzw. scannen. Grundsätzlich sehen Sie, dieses Bild ist optimal, das sollten Sie haben. Falls nicht, klicken Sie bitte auf das ja,
grüne Plus und geben dort FX Flat ein und bestätigen das dann mit Eingabe. Und er sollte dann entsprechend die Server dann auf jeden Fall finden, ja? Und das sollte dann das Bild auch sein. Sie wählen nun den entsprechenden Server aus, je nachdem, ob Sie ein Demo-Konto haben oder ein Live-Konto. In dem Fall testen wir das mit dem Demo-Konto. Wählen das aus, klicken auf Weiter, dann bestehendes Konto. So, geben da die Zugangsdaten ein. So, ich hoffe, ich weiß mein Passwort noch. Ja, ich glaube, ich habe mich vertippt. So. Sie können dann entweder das Passwort speichern oder nicht. Hat den Vorteil, dass wir, wenn Sie den MetaTrader starten, entsprechend die Anmeldung automatisch erfolgt. Sollten Sie Ihr PC nicht alleine benutzen oder aus anderen Sicherheitsgründen, sollten Sie eventuell das Häkchen entfernen. So, mit Fertigstellen und wenn alles gut geht und das sieht gut aus, habe ich jetzt auch eine Verbindung zum Server. Und das erkennen Sie daran, dass Sie hier entsprechend Übertragungsraten vorfinden. Und sollten Sie hier bei der ersten Anmeldung einen Fehler vorfinden, unbekannter Fehler, allgemeiner Fehler, ungültiges Konto, sollten Sie nochmal die Zugangsdaten überprüfen, wobei das bei allgemeinen Fehler eventuell auch ein anderer Fehler sein könnte, wie zum Beispiel, wie am Anfang gezeigt, wenn die Server nicht richtig eingestellt sind oder nicht richtig gefunden wurden. Aber auch, wenn Sie Antiviren-Software installiert haben, eventuell müssen Sie dann den MetaTrader dort freischalten. Ja? Ja. So, wir sind angemeldet. Wie gesagt, heute wird es nicht um Details gehen, weil dafür brauchen wir wirklich sehr viele Webinare und das haben wir auch bereits schon getan. Finden Sie auf unserer Webseite. Wir werden jetzt den MetaTrader so einrichten, dass wir dann tatsächlich Tag für Tag unsere Trades machen können. Es ist jetzt natürlich eine Option, ein Vorschlag von mir, ist mit Sicherheit nicht die beste Einstellung. Jeder hat da so seine ja, Vorstellung, was man braucht oder nicht braucht. Und von daher soll das ein ja, Denkanstoß sein, so dass Sie eine Idee kriegen und dann entsprechend selber den MetaTrader individuell einstellen können. Ja? So. Ganz kurz, einfach mal einen Überblick. Sie finden hier und oben die Werkzeugleiste und ich habe das zum Beispiel gerne alles in einer Reihe. Und da werden wir auch gleich ein paar Einstellungen vornehmen. Hier natürlich die Charts, Marktübersicht, also die ja, Watchliste sozusagen und das Navigatorfenster, wo Sie Ihre Konten vorfinden, Indikatoren, Experten, also Expert Advisors und Skripte. Unten haben Sie das Terminal, wo Sie natürlich einmal Ihren Kontostand sehen, die Kontohistorie, Nachrichten, wobei das immer zurzeit noch nicht aktiviert ist, Ihre Alarme, die Sie einstellen. Und hier ganz wichtig, auch bitte nochmal an Sie ein Hinweis. Wenn von FX Flat eine Nachricht über den MetaTrader geht, dann werden Sie das unter Posteingang finden. In der Regel ist der MetaTrader so eingestellt, dass wenn Sie neue Nachrichten bekommen und Sie haben das Terminalfenster nicht offen, dann, beziehungsweise wenn Sie das dann wieder anklicken, dann ist auch der Reiter Posteingang für Sie automatisch ausgewählt, so dass Sie auch dann entsprechend die Nachricht sehen und dann auch lesen können. Ja?
Gut. So. Dann. Hier habe ich eine Frage. Kann das farbliche Blinken der aktuellen Kurse abgeschaltet werden? Sie meinen das hier, ja? Denke ich mal. Bei dem Einklick-Funktion. Das kann man nicht das kann man nicht abschalten, nein. Falls Sie was anderes meinen, dann kurz einmal nochmal in den Chat reinschreiben. Gut, zunächst einmal werden wir die Optionen einstellen. Und vielleicht auch hier schon mal so ein kleiner Trick. Anstatt immer über Extras, Optionen zu gehen, können Sie natürlich einmal die Tastenkombination anwenden oder aber einfach hier bei Neuer Ordner zum Beispiel mit der rechten Maustaste anklicken und Funktionsleiste anpassen. Und hier können Sie zum Beispiel Symbole und Optionen direkt hier hinzufügen. Dann haben Sie die Funktion einfach schneller griffbereit. Okay? So, Optionen, ja, das können wir so lassen, ist in Ordnung. Unterdiagramme. Ich brauche diese OHLC-Darstellung nicht. Für alle, die das nicht wissen, was das bedeutet, ist einfach nur die Anzeige für das Open, High, Low, Close, ja, der aktuellen Kerze. Okay? Und gelöschte Charts brauche ich in dem Falle auch nicht. Wie gesagt, das sind optimale bzw. optionale Einstellungen. Das können Sie selber entscheiden, ob Sie das brauchen oder nicht. Periodentrennung mag ich besonders in den kleineren Zeiteinheiten, M15, M5, auch, aber auch H1, also Stundenchart. Und alles andere kann man dann hier entsprechend so lassen. Unter maximale Kerzen in Historie kann man auch hier einen Trick anwenden. Wenn Sie hier die ganze Zeit 99999 schreiben, ja, bis es nicht mehr geht, und den MetaTrader neu starten, dann wird dann eine andere Zahl stehen. Die habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Aber dadurch forcieren Sie, dass auch tatsächlich die ganze Historie vom Server geladen wird. Ja, also sollten Sie Schwierigkeiten haben mit der Historie im Chart, dann können Sie hier 99999999 eingeben, bis es da irgendwann nicht mehr geht. Und wenn ich jetzt auf OK klicke und dann kann nur mal ganz kurz hier in Optionen gehen, dann müsste da jetzt so eine Zahl stehen, ja. Ja. Das ist die maximale Anzahl, die man da eintragen kann. Gut, Objekte klicke ich immer hier die dritte Option an. Objekt mit einfachem Mausklick auswählen. Hat den Vorteil, dass wenn ich hier was einzeichne, ich das Objekt nicht ganz genau treffen muss, sondern entsprechend noch einen Puffer habe, wo ich links und rechts, oben, unten entsprechend anklicken kann und das Objekt trotzdem ausgewählt ist. Ja. Unter Handel, ja, wenn Sie mögen, können Sie hier unter Standard Handelsgröße was einstellen. Ja, wenn Sie eine fixe Positionsgröße haben oder zuletzt genutzt, bedeutet, je nachdem, was Sie hier benutzt haben, wird MetaTrader sich das merken und für den nächsten Chart oder für den nächsten Trade bereit entsprechend hier einstellen. Das können Sie, wie gesagt, hier umgehen. Und Einklickhandel aktiviere ich hier auch schon mal und gehe dann weiter. Experten. Diese beiden Einstellungen können Sie entsprechend lassen. Wenn Sie mögen, klicken Sie auch noch diese Einstellung an. Dann, wenn Sie da mehrere Konten haben, das nicht aus Versehen, ja, Ihr EA automatisch anfängt zu traden. Benachrichtigung, E-Mail, ja, lassen wir jetzt einfach, wenn Sie einen Sound haben möchten, dann lassen Sie es aktiviert.
Und dann hier Community. Ja, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Das ist hier, hier geht es um die Metaquote-Seite bzw. MQL5-Seite Community, wo Sie unter anderem Indikatoren finden, Expert Advisor, aber auch Trading-Signale, die Sie abonnieren können, kostenfrei, aber auch kostenpflichtig. Schauen Sie sich das Webinar nochmal an, da habe ich auch kurz die Seite vorgestellt. Ich könnte jetzt, ja, ich mache es einfach mal, ich gebe jetzt auch einfach mal meine, beziehungsweise ich muss das hier wechseln. So. Und dann hier mein Passwort eingeben. Und wenn ich auf OK klicke, dann bin ich auch angemeldet. Falls Sie noch kein Konto haben, können Sie sich eins erstellen. Hier der Hinweis, dass die Seite nicht von FX Flat ist. Es ist ein Projekt von unter anderem von MetaQuotes und von daher sollten Sie diese Seite benutzen, dann bitte auf eigene Gefahr. Ja, und Signale, wie gesagt, wenn Sie dort Signalservices abonniert haben, können Sie hier Ihr Risiko definieren und andere Einstellungen. Ja, da werden ja die Trades kopiert bzw. dann automatisch auf Ihrem Konto ausgeführt. So, okay. Und damit ist das Ganze jetzt auch abgeschlossen. Hier in der Werkzeugleiste werden wir noch ein paar Änderungen vornehmen. Auch hier immer mit der rechten Maustaste Funktionsleiste anpassen. Und ich wähle hier ein paar Sachen raus, dafür kommen ein paar Sachen rein, wie zum Beispiel Fibonacci-Expansion. Einfach hier rein. Dann natürlich hier Rechtecke, Dreiecke und Ellipse. Und dann können Sie, wenn Sie mögen, auch hier noch die Reihenfolge bestimmen, aber das lasse ich jetzt einfach in der Reihenfolge. Sie sehen auch, dass hier das entsprechend sich die Leiste sich erweitert hat. Ja, und ja, die Zeiteinheiten, die bleiben so, denn da kann man jetzt nicht mehr hinzufügen. Das geht zum Beispiel über andere Wege kann man weitere Zeiteinheiten einstellen. Gut, dann haben wir das eingestellt und dann haben wir das abgeschlossen. Jetzt ich werde mal ein paar Charts schließen, weil ich das eh gleich anders machen werde. So, sehe das hier ein bisschen größer, ne? Und komme dann jetzt zur der Marktübersicht. Wie gesagt, hier finden Sie normalerweise Ihre Watchlist und das hier ist eine voreingestellte Auswahl. Wir haben das Öfteren auch die Frage, ob das alles ist, was FX Flat anbietet. Ja, die Antwort ist ganz einfach und ganz klar, natürlich nicht. Das ist nur eine Vorauswahl für Sie getroffen, damit Sie einen Einblick haben, welche Produktgruppen wir so haben. Und Sie haben die Möglichkeit, entweder hier über Symbolliste anzeigen oder einfach hier rein, rechte Maustaste und auf Symbole können Sie dann die Produkte auswählen. Oder direkt alle anzeigen. Dann kriegen Sie alle Produkte, die FX Flat anbietet, angezeigt. Und das mache ich jetzt einfach mal und dann sehen Sie, dass hier alles dann jetzt drin ist. Wird natürlich eine lange Liste und die wenigsten werden auch tatsächlich alle Produkte traden. Von daher bietet sich das an, hier über Symbole entsprechend die Produkte auszuwählen, was man tatsächlich auch handeln möchte. Ja, ich lasse es jetzt einfach drin. Spielt jetzt nicht unbedingt eine Rolle. Was ich noch gerne angezeigt haben möchte, ist der Spread und die Zeit. Die Zeit ist für mich einfach wichtig, um zu sehen, wann der letzte Tick reingekommen ist. So habe ich immer eine Kontrolle, ob ich tatsächlich neben der Anzeige hier unten, ja, unten rechts, ob ich dann tatsächlich auch mit dem Server verbunden bin. Und ja, und der Spread einfach
rein informativ. Können Sie sich dann auch hier anschauen, wie gerade der Spread bei uns ist. Bid und Ask lasse ich auch erstmal drin. Und so sieht dann meine Marktübersichtsliste aus. Das Ganze können Sie sich dann speichern, wenn Sie möchten, unter Sätze speichern unter und dann entsprechend hier eine Vorauswahl treffen. Wenn Sie zum Beispiel eine eigene Liste für Forex haben möchten oder für Indizes, können Sie so verschiedene Listen anlegen. Das Navigatorfenster ist zum Beispiel ein Fenster, was ich nicht so oft benutze, beziehungsweise nicht im offenen Zustand. Aber auch hier nochmal ganz kurz für Sie, damit Sie das mal sehen. Hier finden Sie die Indikatoren. Unter anderem auch sehen Sie hier die FX Flat Indikatoren, die mit dem MT4 Plus Paket vorhanden sind. Hier habe ich, denn das Paket habe ich natürlich auch schon installiert. Ansonsten hier unter Experten auch die weiteren Tools des Paketes und Skripte finden Sie dann entsprechend auch noch ein paar Beispiele, beziehungsweise falls Sie dann auch später eigene hinzufügen. Aber dieses Fenster habe ich, wie gesagt, im Normalfall nicht offen. Ich zeige Ihnen, wo Sie das aufmachen können. Entweder hier über dieses Symbol oder Sie sehen auch eine Tastenkombination und zwar Steuerung N. Ja? Sie haben die Möglichkeit, Indikatoren auch über dieses Plus hinzuzufügen und finden dann hier entsprechend die Indikatoren, die zur Auswahl stehen. Deswegen brauche ich, wenn überhaupt, das Navigatorfenster, wenn ich zum Beispiel das FX Flat Mini Terminal hinzufügen möchte, also allgemein Expert Advisor. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Ich füge das hinzu. Sie haben hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der Einstellungen. In der Regel überprüfen Sie hier, ob Sie Live Trading zulassen möchten. Je nachdem, wenn Sie einen Expert Advisor neu haben und Sie möchten das Ganze erstmal testen, dann sind aber noch mit dem Live-Konto angemeldet. Und je nach Funktionsweise kann der Expert Advisor natürlich direkt anfangen zu traden. Und das ist, wenn Sie das nicht in dem Moment möchten, natürlich nicht sinnvoll. Von daher überprüfen Sie nochmal alles. In der Regel ist alles schon so eingestellt, dass alles funktioniert, aber Kontrolle ist besser. Unter Eingaben können Sie noch ein paar Einstellungen vornehmen, unter anderem Hedging Mode oder nicht. Wir lassen das jetzt dabei und sehen jetzt das Mini Terminal. Sollte es bei Ihnen nicht erscheinen, dann schauen Sie, ob Auto Trading entsprechend angeklickt ist. Das sehen Sie an diesem grünen Play-Button. Wenn das deaktiviert ist, das kann ich ja jetzt mal machen, sieht das so aus, ja. Wir sehen dieses rote, dieser Kreis und dieser Smiley guckt dann traurig, ja. Das ist dann für Sie die Kontrolle, ob der Expert Advisor auch entsprechend richtig funktionieren wird oder nicht. Wir machen mal wieder an. Und der Smiley lacht wieder. Okay? Gut. Dann werde ich das wieder schließen hier. Und wir kommen jetzt nun zu der Chart-Einstellung. Es gibt sicherlich Leute, die diese Einstellung mögen. Ist jetzt nicht mein Favorit. Von daher werde ich das Ganze mal ein bisschen ändern. Sie merken, mit der rechten Maustaste kommen Sie im MetaTrader sehr weit. Da kommen immer die ganzen Funktionen, die Sie auswählen können. Also eigentlich Windows-typisch. Sie können aber auch hier eine Tastenkombination nutzen und F8 klicken. Gut, ja, ich denke mal zu der ganzen Bezeichnung, was man hier so alles einstellen kann.
Brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich werde jetzt einfach ganz schnell versuchen, hier ein paar Einstellungen vorzunehmen. Und den Rest lasse ich dann. Unter Allgemein haben Sie hier nochmal die Möglichkeit, weitere Einstellungen vorzunehmen. Da dieser Chart bereits schon vorhanden war und hier OHLC bereits angeklickt war, ist er hier angezeigt. Wir hatten aber es ja in der globalen Einstellung ja bereits deaktiviert. Gilt dann natürlich für neue Charts. Ja, auch dasselbe mit der Periodentrennung. So, Gitter brauche ich nicht. Periodentrennung anzeigen. Wenn Sie mögen, können Sie die Ask-Linie noch anzeigen lassen. Und hier nochmal der Hinweis. Falls Sie Ihre Trades überprüfen, ja, nachdem der Trade abgeschlossen ist, bitte berücksichtigen Sie, je nach Richtung, also ob Sie Long oder Short waren, berücksichtigen Sie entweder den Bid- oder den Ask-Preis. Das ist natürlich, wie gesagt, je nach Ausrichtung wird der Trade zu einem Preis dann entsprechend geschlossen. Wenn Sie also als Beispiel, Sie gehen short in den Markt, dann werden Sie zu dem Bid-Preis den Einstieg haben. Und wenn Sie dann wieder die Position schließen möchten, müssen Sie ja die Position zurückkaufen und werden dann zum Ask-Preis ausgeführt. Ja, also das sollten Sie immer berücksichtigen. Und falls Sie das angezeigt haben möchten, um mal zu überprüfen, ich mache das jetzt einfach mal. So, wir kriegen hier keine zwei Linien angezeigt, aus dem Grund, weil wir eine sehr hohe Zeiteinstellung haben. Und wir sehen im Moment haben wir den Spread bei 0,9. Und entsprechend hier 0,9 Pip darzustellen, ist natürlich etwas schwierig. Wenn wir jetzt eine kleinere Zeiteinheit entsprechend wechseln, sollten dann die zwei Linien auch erkennbar sein. Ja, das war auch so eine beliebte Frage. Ich habe das eingestellt, aber ich sehe keine Ask-Linie. Schauen Sie, unter welcher Zeitperiode Sie versuchen, das Ganze einzustellen. Und dann passt das natürlich dann mit der Skalierung nicht. Also kleinere Zeiteinheit und Sie sehen, es ist dort. Ja? Gut, dann haben wir das ein bisschen. Ich werde mal den Indikator hier wegmachen. Wir werden gleich noch weitere hinzufügen. Dann haben wir das auch eingestellt, aber ich lasse das jetzt einfach mal drin. Die nächste Einstellung, die ich dann vornehme, ist hier die Ausrichtung des Charts. Grundsätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, wie Sie auch lesen, Chart automatisch ans Ende scrollen bei jedem neuen Tick. Das bedeutet, wenn Sie jetzt in die Vergangenheit schauen möchten, ja, dann wird der Chart jedes Mal trotzdem nach vorne springen, weil, wie eben hier gelesen, er bei jedem neuen Tick automatisch nach vorne springt. Das hat den Vorteil, dass Sie natürlich immer den aktuellen Preis sehen oder die aktuelle Kerze. Für Betrachtungen in der Vergangenheit ist das natürlich nicht sinnvoll und wird auch nicht funktionieren. Von daher deaktivieren Sie diese Funktion kurz, wenn Sie sich was anschauen möchten. Dann können Sie dann entsprechend in die Vergangenheit zurückgehen. Wie mache ich das gerade? Einfach mit der linken Maustaste in den Chart reinklicken und dann mit der Maus bewegen. Ja? So, jetzt waren Sie ganz weit hinten, haben sich was angeguckt und möchten natürlich jetzt zum aktuellen Preis zurückkommen. Dann müssen Sie jetzt wieder zurückscrollen oder aber Sie klicken einfach hier drauf, dann sind Sie wieder vorne. Okay? Jetzt hier Ende des Charts vom Rand verschieben, dann kriegen wir hier, wie Sie sehen, einen entsprechenden Abstand zwischen der Achse und der aktuellen Kerze. Sie können selber entscheiden, wie gesagt, ob Sie das haben möchten oder nicht. Es gibt Indikatoren, die hier
sogenannte Panels haben oder einfach Informationen darstellen, dann braucht man den Platz. Ansonsten hat man die Kerzen verdeckt. Ich brauche so viel Platz nicht. Und Sie sehen hier an diesem Dreieck hier oben, können Sie das entsprechend verschieben. Sie können das noch mehr nach hinten verschieben. Es gibt durchaus auch Trader, die zum Beispiel hier Notizen machen, ja. Also da gibt es sehr viele Optionen, entsprechend den Platz zu nutzen. Ich brauche so viel Platz nicht und stelle hier im maximalen oder den minimalen Abstand zur Achse ein. Gut, dann haben wir das auch eingestellt. Dann eventuell noch rauszoomen oder reinzoomen, je nachdem, wie nah Sie den Chart sehen möchten. Und soweit ist der Chart erstmal von der Grundeinstellung her fertig. Und damit ich das nicht immer wieder machen muss, speichere ich natürlich meine Vorlage, mein Template. Und jetzt gibt es hier zwei Optionen. Sie können einfach ganz normal speichern und einen Namen vergeben. Und wenn Sie einen neuen Chart aufmachen, immer wieder dann diese Vorlage oder Template laden. Oder aber Sie speichern das Ganze unter Default. Auch das haben wir schon mal besprochen. Und wenn ich jetzt einen neuen Chart aufmache, dann habe ich immer diese Einstellung direkt geladen. Ja, das vereinfacht natürlich. Okay, dann ist das auch soweit. Wir haben die Option eingestellt, unsere Watchliste. Das Terminal ist jetzt im Moment mehr informativ. Und den Chart, Mini-Terminal haben wir hinzugefügt. Und ja, jetzt geht es darum, das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, zu optimieren. Jetzt gibt es Trader, die verschiedene Zeiteinheiten gleichzeitig sehen möchten. Wir haben jetzt hier den Euro-US-Dollar. Wir eröffnen dann zwei neue Charts. Und wir sehen dann hier entsprechend im Reiter, dass wir auch drei Charts haben. Im Moment sind die alle in derselben Zeiteinheit. Wir ändern das Ganze, sagen wir, eine Stunde den Tageschart. Oder machen wir es ein bisschen kürzer. Machen wir hier 5 Minuten, eine Stunde und den Tageschart. Ja? So. Sie können natürlich hier jedes Mal springen. Oder aber wir haben hier eine automatische Anordnung. Dann sehen Sie das so. Ja? Kann man durchaus benutzen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, natürlich manuell das Ganze einzustellen. Ja, Sie verschieben das einfach. So zum Beispiel. Oder wenn Sie mehrere Charts haben, zum Beispiel 6, wenn Sie das ganz akkurat haben möchten, ja, dann haben Sie das so hier 6 Stück gleichzeitig angeordnet und dann schließen Sie einfach hier die 3 und erweitern diesen Chart und dann haben Sie das hier auch ganz genau abgemessen, ja, also für die, die auf Kleinigkeiten stehen. Gut, das Mini-Terminal brauchen wir nicht unbedingt in jedem Chart. Wenn wir zum Beispiel aus dem M5 heraus traden, dann reicht das natürlich, wenn wir das hier offen haben. So. Dann hier eine Frage. Wie kann ich den Tick-Chart ändern? Bei mir ist es immer bei US 500. So, Sie meinen, denke ich mal, diesen Tick-Chart. Und schauen Sie mal, dass Sie auch entsprechend den richtigen Chart ausgewählt haben. Wir können das ja mal kurz testen. Ich mache jetzt mal hier den. So, ich habe jetzt den Euro US-Dollar angeklickt.
sollte entsprechend. Okay. Also merkt er sich doch den letzten Chart, den sie geöffnet haben. Schauen wir mal, wenn wir jetzt hier auf australische Dollar, US-Dollar entsprechend, genau, oder aber wenn sie das Ganze einfach nur auswählen, richtig, hat einfach mit dem Chart an sich nichts zu tun, sondern tatsächlich, was sie hier ausgewählt haben, ja? Also, okay, also hat mit dem Chart nichts zu tun, sondern wie sie das hier auswählen. Benutze den Tick-Chart nicht so oft, deswegen wusste ich jetzt auch nicht auf Anhieb. Aber haben wir ja gemeinsam jetzt gefunden. Im Übrigen, wenn Sie mit dem Tick-Chart arbeiten, wobei diese ja, ja nicht so wirklich einen Chart darstellt, haben Sie die Möglichkeit über den Tick-Chart-Trader, na, ich würde mal den anderen Chart nehmen. Vielleicht hier nochmal ganz kurzer Hinweis. Sie haben gesehen, es kam eine Abfrage bezüglich den anderen Expert Advisor, der hier geladen ist, also das Mini-Terminal. Und ich habe versucht, noch einen anderen Expert Advisor zu laden. Und das ist nicht möglich. Es geht immer nur ein Expert Advisor pro Chart. Und hier eben die Frage, ob ich diesen beenden möchte und ersetzen möchte. In dem Fall möchte ich es nicht. Und lade es einfach hier. Auch hier haben Sie ein paar Optionen. Okay. So. Und dann haben Sie hier einen anderen Tick-Chart. Der fängt natürlich dann erst auch an, nachdem Sie den Tick-Trader gestartet haben. Wie Sie hier alles einstellen, schauen Sie bitte in den Video bei uns auf der Webseite zum MT4 Plus Paket. Da ist nochmal kurz erläutert, was Sie hier so alles einstellen können, ja? Okay. Gut. Genau. Machen wir weiter. Ich sag mal, diese Darstellung kennen Sie vielleicht von anderen Plattformen, wie zum Beispiel den Agena Trader, den wir ja auch, ja, höchstwahrscheinlich im zweiten Quartal 2016 anbieten werden. Also seien Sie gespannt. Und dann, so, das schließen wir jetzt wieder ganz kurz. Sie haben diese drei Charts mit verschiedenen Zeiteinheiten. Genau, so hatten wir das eingestellt. Und wollen dann, wenn Sie einen Chart verändern, natürlich die beiden anderen gleichzeitig mit verändern, ja? Und das geht mit dem Tool, jetzt brauche ich das Navigator doch, mit dem Tool FX Flat Chart Group. So. Das ist in dem Fall ein Indikator und kein Expert Advisor. Das sehen Sie auch an den Symbolen hier, ja, gelb mit dem F drauf. Sind in der Regel Indikatoren und hier die Expert Advisor. So, Chart Group hinzufügen. Hier Sie können hier Eingabe, ein paar Einstellungen vornehmen, wo das dargestellt werden soll. Also Sie werden auch sehen, was gemeint ist. Können Sie erstmal so lassen. Können Sie ein bisschen später damit rumspielen. Jetzt sehen Sie hier dieses Feld und da klicken Sie einfach mal rein und sagen, geben Sie einfach einen Namen ein. Ich mache jetzt einfach mal beispielsweise DAX, ja? Oder egal was. Und das müssen Sie mit den anderen beiden Charts auch machen. So. Ist drin. Und damit das auch miteinander verknüpft ist, müssen die drei natürlich denselben Namen haben. Also DAX. Und Sie sehen, das hat sich auch schon direkt verändert, ja. Das hat sich angepasst und Euro, US-Dollar direkt geladen. Und hier sollte das auch entsprechend funktionieren. Und so ist es, ja. Sie haben jetzt mit diesem Indikator alle drei Charts, Fenster miteinander verknüpft.
Und wenn wir das jetzt ändern und jetzt tatsächlich auch den DAX laden, dann werden auch die anderen Chartfenster mit angepasst. Und das können Sie natürlich mit verschiedenen Chartfenstern machen. Mal den drei Stück für den DAX, zwei für Euro, US-Dollar und so weiter, ja. Da haben Sie ja ganz, natürlich ganz viele Optionen. So, ich habe jetzt hier den DAX reingeschrieben, aber das war jetzt nur als Beispiel gedacht. Gut, dann haben wir auch das eingestellt. Jetzt natürlich vielleicht noch ein paar Indikatoren. Ich werde jetzt hier aber nur den RSI als Beispiel nehmen. Alles andere können Sie dann selber vornehmen. Ja, und dann haben Sie hier die Einstellung für die Charts vorgenommen. Genau, wo wir jetzt schon bei Indikatoren sind. Jetzt ganz kurzer Exkurs, beziehungsweise einfach nur, wo Sie jetzt diese Community finden. Es gibt eine Seite einmal mql5.com oder aber hier in dem Reiter im Terminal Markt. Und ich werde das mal ein bisschen vergrößern. Und hier finden Sie zum Beispiel, ja, Sie sehen bereits hier, ich denke mal, das sind Experten, also Expert Advisors. Aber Sie finden auch hier Indikatoren, Sie finden sogar Bücher, Magazine und so weiter. Und haben hier aber auch eine Suchfunktion, ja, wo Sie dann natürlich weitere Indikatoren finden können. Wie gesagt, es ist gibt auch Gratis-Angebote, also sehr viele sogar. Man muss nicht meinen, dass hier was gut ist, auch viel Geld kostet. Okay? Und auch hier ein paar Beispiele hatten wir auch in den anderen Webinaren auch schon mal gemacht. Und sogar auch Indikatoren dann hier auch heruntergeladen. Gut. Dann haben wir jetzt soweit alles eingestellt. Vielleicht, ich denke nicht, dass ich jetzt hier irgendwas vergessen habe. Dann wollen wir natürlich auch den ersten Trade machen. Und das machen wir dann mit dem Mini-Terminal. Sie können, falls Sie Ihre Positionsgröße anhand Ihres Risikos bereits wissen, können Sie hier einfach direkt einstellen. Ja, ich mache jetzt einfach mal ein Lot. Ja. Und Stop Loss 20 und Take Profit auch 20. Trailing Stop möchte ich jetzt nicht unbedingt machen, aber können Sie dann machen. Sie müssen nur bedenken, mit dem Mini-Terminal ist der Trailing Stop dynamisch. Das bedeutet, er geht dann sofort mit bei jedem Tick, den Sie im Plus sind. Wenn Sie das Ganze über MetaTrader machen, ist er zunächst statisch und dann wird er dynamisch. Was bedeutet? Das bedeutet, wenn Sie jetzt 20 Punkte oder 20 Pips Trailing Stop eingestellt haben, dann ist er zunächst, ist er natürlich schon aktiviert, aber erst wenn Sie dann 20 Pips oder Punkte tatsächlich im Plus sind, wird er dann aktiviert und bewegt sich. Und ab diesem Moment dann wird er dynamisch und geht dann mit jedem Tick dann mit. Ja? Und hier ist er aber direkt dynamisch und geht sofort mit jedem Tick, den Sie im Plus sind, mit. Okay? Das sollten Sie berücksichtigen. Was Sie auch berücksichtigen sollten, ist, wenn Sie das nicht über dem Mini-Terminal machen, dann müssen Sie beim Trailing Stop, aber auch beim Stop Loss und Take Profit eine Null berücksichtigen bei der Einstellung. Bedeutet, wenn Sie dann 20 Punkte oder Pips haben möchten, dann müssen Sie tatsächlich 200 schreiben, ja? Das hat was mit der Programmierung zu tun. Deswegen unbedingt vorher sich damit vertraut machen und am besten natürlich mit dem Demokonto. Mit dem Mini-Terminal ist das aber schon
berücksichtigt und man kann hier ganz normal die 20 Pips, 20 Punkte einstellen. Okay, gut, dann klicken wir mal auf Plus, auf Buy und haben das entsprechend gekauft. Mein Stop-Loss ist bereits natürlich eingestellt, haben wir hier gemacht. Und unser Take-Profit auch, der liegt aber jetzt hier weiter drüber. Dann kann ich ein bisschen hier den Chart sehen und sehe auch mein Take-Profit. So, jetzt sage ich aber nach 10 Pips, ich weiß nicht, ungefähr hier, ja, wollen wir jetzt nach Augenmaß machen, möchte ich jetzt die Hälfte verkaufen. Dann einfach eine Trendlinie hier einzeichnen, dann die Alt-Taste klicken und auf die Linie klicken, ja, als Tastenkombination. Also Alt gedrückt halten und dann nochmal auf die Trendlinie anklicken, beziehungsweise hier die horizontale Linie. Und dann erscheint hier dieses Fenster Smart Lines. Und hier haben Sie die Möglichkeit, entsprechend Teilverkäufe durchzuführen, die Sie natürlich auch mit dem MetaTrader oder Standard MetaTrader auch machen können. Allerdings nicht voreingestellt, sondern ich mache das mal kurz weg. Sie müssten hier in die Position reingehen, auf Marktausführung entsprechend klicken und das Volumen auswählen, was Sie in dem Moment schließen möchten. Und dann müssten Sie hier vor dem Bildschirm sitzen und warten tatsächlich, bis der MetaTrader dieses Level erreicht hat und dann könnten Sie die Teilschließung durchführen. Das geht mit dem Mini-Terminal viel, viel einfacher. Wie gesagt, da entsprechend eine Linie einzeichnen, da wo Sie das natürlich haben möchten, die Alt-Taste gedrückt halten, die Linie auswählen, dann kommt hier dieses Fenster und hier können Sie das dann entsprechend definieren, je nachdem, als Stop-Loss, in dem Fall möchte ich das ja als Take-Profit, ich muss natürlich mein Ticket auswählen oder aber Sie sagen, wenn das zu Ihrer Strategie passt oder was auch immer. Alle Long-Positionen, alle Short-Positionen schließen. Wie gesagt, spielen Sie ein bisschen damit rum und nutzen Sie es so, wie Sie das brauchen. Wir sagen da jetzt ein Take-Profit, Ticket habe ich ausgewählt und das Volumen oder Lot-Size, je nachdem, wie Sie das möchten, wähle ich jetzt einfach 50%. Ja? Sie können das Ganze, die Einstellung noch ein bisschen verfeinern. Wie hier dann, wenn das entsprechend ausgeführt wird, sollen alle Pending Orders geschlossen werden und und. Ich speichere das mal und kriege das jetzt angezeigt. Die Farbe ist jetzt leider gelb. Je nachdem, was Sie für einen Chart-Hintergrund haben, ist es gut oder weniger gut zu sehen. Aber ich brauche mich jetzt um nichts mehr kümmern für meine Teilschließung. Kann den MetaTrader jetzt einfach in Ruhe lassen und warten, bis das ausgeführt wird. Bitte hier nochmal der Hinweis, nicht vergessen, dass alles, was mit Expert Advisors zu tun hat, der MetaTrader geöffnet sein muss. Ja? Diese Einstellungen werden nicht an den Server übertragen, tatsächlich nur die Positionseröffnung selbstverständlich, also die Position an sich. Stop Loss, Take Profit. Ja, also wenn Sie aber Trailing Stop benutzen möchten, brauchen Sie den geöffneten MetaTrader, Expert Advisor genauso. Bitte immer daran denken, nicht hier alles so schön einstellen wie jetzt, MetaTrader schließen, dann einkaufen gehen und dann wiederkommen und sich ärgern, warum nichts ausgeführt wurde. Okay, muss geöffnet bleiben. Gut, wir werden das mal. Ich werde das mal ein bisschen runterziehen. Vielleicht hat der Chart da gerade Lust, uns das hier mal kurz zu demonstrieren. Wir betrachten hier unten unter Volumen, ob das da tatsächlich ausgeführt wird. Und es wurde ausgeführt. Sie sehen, 0,5 habe ich jetzt nur noch. Und ja, die Teilausführung, Teilschließung wurde ausgeführt. Ja, super.
Und dann kann der Trade natürlich jetzt so weitergehen. Okay, schließen können Sie hiermit oder entsprechend hier draufklicken, Close Order. Sie können den Stop-Loss entsprechend ändern. Sie sehen auch hier, wie viel diese Distanz in Betrag ausmacht. Ja, und vielleicht noch ganz kurz, Margin Calculator. Sehen Sie, was Sie gerade auch in der Margin drin haben, ja, für die Position. Und wenn Sie jetzt einfach berechnen möchten, wenn ich noch eine Position eröffne, was passiert dann mit meiner Margin? Wie viel muss ich dann noch hinterlegen? Also sehr, sehr gute Funktion, um entsprechend schon im Voraus zu planen. Habe ich genug Geld, um überhaupt die Margin hinterlegen zu können? B, passt das mit meinem Risikomanagement? Und, ja. Sie können auch hier, aber wie gesagt, das, bitte schauen Sie sich das, die Videos an, sowohl für MetaTrader, aber auch für MT4 Plus. Da wurde wirklich alles sehr ausführlich besprochen. Sie haben auch hier die Möglichkeit, da wurde halt wirklich besprochen, wie man das Ganze hier gut nutzen kann. Aber trotzdem, ganz kurz, Sie können auch hier die Positionsgröße berechnen lassen. Klicken Sie in das Feld Lots, drücken Sie die, beziehungsweise anders, drücken Sie die Steuerungstaste zuerst und dann einfach in Lots reinklicken und Sie haben hier so eine Positionsgrößenrechner. Sagen jetzt in dem Fall 20 Pips, Risiko möchte ich eingehen. Entweder möchte ich einen festen Betrag einsetzen, sagen wir 100 Euro, oder ich nehme 1% der Equity. Und dann sehe ich hier, welche Veränderungen das für mein Konto hat und zusätzlich, wie viel ein Pip wert ist, ja, mit dieser Positionsgröße. Bei 1% Risiko und 20 Pips Entfernung würden wir optimalerweise hier 0,5 Lots nehmen. Sie müssen das hier nur kurz, Sie müssen noch hier berücksichtigen, dass ich für dieses Konto nur Mini-Lots eingestellt habe. Sie haben die Möglichkeit, auch Mikro-Lots bei uns zu handeln. Einfach kurz uns Bescheid geben, für Demo-Konto ganz kurz Bescheid geben, dann schalten wir das frei. Für Live-Konto selbstverständlich auch, aber da brauchen wir noch eine Sicherheitsfrage, die Sie dann beim im Kontoantrag angeben werden. Aber auch das können Sie dann ganz einfach per E-Mail beantragen, wie gesagt, eben mit der Sicherheitsfrage. So, hier ist in dem Fall ausgewählt 0,5, weil ich eben hier für dieses Konto kein Mikrolots freigeschaltet habe und sage nur noch Set Lots und er übernimmt dann die Einstellung. Und ich könnte dann entsprechend den Trade eingehen. Und auch hier ganz kurz vielleicht noch, ich mache mal Settings, das mache ich am Non-Hedging Mode, bedeutet, wenn ich jetzt hier auf Sell klicke, ich habe die gleiche Positionsgröße und so weiter, dann sollte meine Position geschlossen sein. Sie haben also hier mit dem Mini-Terminal, aber auch nur mit dem Mini-Terminal, beziehungsweise das Trade-Terminal, genauso die Möglichkeit, Hedging auszuschalten, ja, und somit mit einer Gegenposition, Trade die Position zu schließen. Okay? Können Sie hier einstellen. Non-Hedging Mode. Ja? Gut, dann gehe ich nochmal kurz in Trade ein, weil da wurde noch gefragt, kann man den Stop und Ziel über die Linie in den Chart verändern. Ja, können Sie machen. Das ist nur eine Voreinstellung. Klicken Sie einfach hier in dem Fall den Stop-Loss und ziehen Sie da, wo Sie es haben möchten. Ah ja, da kommt nochmal dieses One-Click, Ein-Click-Handel, Benutzerhinweis und Risikohinweis. Ja, okay. So, jetzt nochmal. Und somit ist das auch schon passiert. Sie überprüfen das hier, wenn Sie möchten.
Und dann können Sie das entsprechend ändern. Auch hier. Jetzt, wir haben jetzt kein Take Profit eingestellt. Sehen Sie hier, ne? Wir hatten ja neu, wir sind ja einen neuen Trade eingegangen. Jetzt können Sie von hier auch selber einen Take Profit entsprechend definieren, indem Sie nach oben ziehen. Also je nach Ausrichtung, also wenn Sie long sind und die Position, also hier auf die Linie anklicken, also was Ihre Position darstellt, dann entsprechend nach oben ziehen, dann definieren Sie einen Take Profit, wenn Sie nach unten ziehen, den Stop Loss. Umgekehrt, wenn Sie short sind, wenn Sie nach oben gehen, dann den Stop Loss und nach unten entsprechend den Take Profit. Ja? Dann ist hier die Frage, ob man hier über dieses Tool die Margin einstellen kann. Also, dass man zum Beispiel 30 Punkte Stop-Loss, aber nur 300 Margin, Euro Margin hinterlegen muss. Nein, das ist festgelegt. Sie können insgesamt die Margin, den Hebel für Ihr Konto ändern. Die Grundeinstellungen sind 1 zu 200, aber Sie können nicht bei jedem Trade definieren, wie viel Margin Sie hinterlegen möchten. Ja, das ist festgelegt, je nach Einstellung. Was Sie dann natürlich beeinflussen können, was Ihre Margin betrifft, ist Ihre Positionsgröße. Ja? Sie sehen ja, wenn ich hier 0,5, wenn ich jetzt noch Mikrolots eingestellt hätte, ein bisschen noch genauer, dann könnte ich meine Positionsgröße entsprechend so einstellen, dass ich auf die 300 Euro Margin komme. Also, da gibt es ein paar Möglichkeiten, aber den Hebel an sich beziehungsweise die Margin können Sie nicht selber festlegen. Gut, ja. Somit haben wir unser Programm geschafft heute. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Soweit habe ich alle Fragen im Chat beantwortet. Ich denke mal, dass Sie gut mitgekommen sind. Wie gesagt, wenn Sie weitere Details zu den verschiedenen Funktionen haben möchten, bitte nochmal sich die Videos anschauen. Ansonsten haben Sie heute mal einen Überblick gehabt, wie eine Möglichkeit, den MetaTrader einzustellen, um entsprechend ja, zu handeln. Wir haben das Gröbste jetzt auch besprochen und von daher, wenn keine Fragen sind, dann bedanke ich mich sehr für die Teilnahme, fürs Zuschauen, Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend und natürlich immer gute Trades. Bis zum nächsten Mal. Danke.